für all die Menschen, die es nicht wissen, erklär uns bitte, was Qigong genau ist und macht. Das ist eigentlich relativ einfach. Also Qigong selber, Qi ist Energie, Gong ist Arbeit oder Übung. Also Qigong heißt frei übersetzt Energieübung oder Energiearbeit. In der DCM geht man an und für sich davon aus, dass durch den Körper Energiebahnen, Energiemeridiane fließen. Oder man kann ja noch weitergehen, dass eigentlich alles Energie ist, Qi. Also den Begriff Qi werden die meisten kennen, nehme ich mal an. Kennt man und für sich in jeder Kultur. Bei den Chinesen heißt es Qi, bei den Japanern heißt es Qi, bei den Indern heißt es Prana, beim Wilhelm Reich hat es Ot geheißen. In der Bibel, erstes Buch Moses, Kapitel 2, Vers 7, und er blies ihm den Odem des Lebens in die Nase und der Mensch ward lebendig. Also Qi ist an und für sich durch die universelle Energie. Qi ist das, was uns antreibt. Manchmal hat man einen Qi-Mangel. Und über Qigong kann man den beheben. Man kann auch ausreichend Qi haben, aber es kann das Immunsystem trotzdem jetzt nicht so fit sein. Und über Qigong letztendlich erhöht man den Qi-Gehalt im Körper und stärkt das Immunsystem. Das Ganze basiert dann für sich über einfache Übungen, die für jeden lernbar sein. Es gibt verschiedene Stufen beim Qigong oder verschiedene Möglichkeiten. Da kannst du über Energie, da kannst du über Bewegung, da kannst du über Töne, über Bewusstsein und so weiter arbeiten. Wir arbeiten einfach am liebsten über Bewegung. Und damit stärke und energetisiere meinen Körper. Ich meine, ich würde mal sagen, ein Großteil der Bewegungen, der Probleme, die wir so haben, würde sich eigentlich vermeiden lassen. Und man darf nicht vergessen, wir werden halt immer älter und älter, also es macht schon Sinn, ein bisschen was zu tun, damit man auch im hohen Alter nur ein bisschen fit ist, wenn ich so im bekannten Kreis ein bisschen umeinander schaue, wo jetzt ältere Leute sind, also so ab 70, 75 kann man sich ja die Tablettenbatterien da anschauen in der Früh, die Leute zum Teil nehmen. Und das soll es ja auch nicht unbedingt sein. Also es macht so einfach mehr Spaß.